Kuckuck, hallo und willkommen im Kuckucksnest. Hier ist der dicke Truthahn. So, ja, es gibt Neuigkeiten von unserem nationalsoziopathischen Sender Trigger FM. Genau, ich habe eine Antwort bekommen von der MABB. Entschuldigung, bin ich ein bisschen erkältet, wie alle gerade. Genau, von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Die Antwort hat mich eigentlich nicht überrascht. Ich habe damit gerechnet. Sie haben mir geschrieben, dass sie zwar, ja, sozusagen durchaus verstanden, ja, das haben sie nicht gesagt, aber sie haben mir gesagt, sie haben sich meine Mitschnitte angehört. Und sagen aber, dass sie dass eben das, was Trigger FM da so ja, vom Stapel lässt, juristisch in Ordnung ist, weil es eine Meinung widerspiegelt. Okay. Das hat mich insofern überrascht, dass es ja nicht unbedingt als Meinung gekennzeichnet ist, sag ich mal, sondern ja streckenweise sogar in Jingles verpackt wird. Ich sag nur der Jingle, wo Annalena einen Krieg vom Zaun bricht, aber okay, kann man vielleicht als Meinung sehen, ja. ich denke, das kann man so sehen, ja. Ja, sie haben mir aber parallel geschrieben, dass sie wie alle anderen Sender auch Trigger FM beobachten werden. Die Landesmedienanstalten haben ja auf alle Sender so ein bisschen einen Blick. Muss ja auch jede Medienanstalt, nein, Quatsch, jeder Sender 6 Wochen seines Programms mitschneiden, immer, und bereithalten. Wobei es da sogar irgendwie eine gemeinsame Plattform gibt, weiß ich, wo man als Radiomacher auf alle sämtlichen Sender zugreifen kann. genau. Da gibt es irgend sowas, aber fragt mich da jetzt bitte nicht genauer. Ja, genau. Nun denn, was soll ich dazu sagen? Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt, aber es ist ja auch in Ordnung so. Wir leben immerhin in einem Rechtsstaat, was allerdings nicht im Sinne von Trigger FM zu verstehen ist, sondern ja, Recht, also Judikative. Genau, und liebe Leute von Trigger FM, ich ahne, dass ihr zuguckt. Ich ahne, dass ihr zuguckt. Ihr fühlt euch jetzt bestimmt wahnsinnig toll, weil ihr es geschafft habt, weiter zu bestehen und dass ihr man euch juristisch gar nichts kann. Zwei Sätze dazu, vielleicht auch einer, ich weiß es nicht. Schön, das ist wirklich schön für euch. Ja, wie soll ich sagen, kränkt mich jetzt eigentlich so gar nicht. Oder vielleicht ein ganz bisschen, zugegeben. Ja, gut, von mir aus. Aber ich werde weiterhin beobachten, was ihr tut. Und werde ja auch mitbekommen, weil ich sämtliche Radioforen verfolge, wenn ihr neue Sendestandorte in Betrieb nehmt. Ihr wollt ja bundesweit senden. Ihr habt ja sogar eine bundesweite Lizenz. Deswegen war ja hier nicht mal das Saarland zuständig, die Medienanstalt Saarland, sondern Berlin-Brandenburg. Ja, schön. Ja, macht das. Und je mehr Frequenzen ihr bekommt, ich werde über jede einzelne berichten, weil ich bin ja euer größter Fan. Also muss ich natürlich über jede Frequenz berichten, die ihr bekommt. Und ich werde die Menschen weiter aufklären. Auch gerne mit neuen Mitschnitten. Das macht mir am meisten Spaß. Aufnehmen und diese Aufnahmen analysieren. So. Also, macht nicht zu viel Quatsch. Sonst muss Onkel David kommen und euch zurechtweisen. Also, nicht rechtsweisen, sondern, ja, ne? Ihr wisst schon, Judikative und so, ne? Gut. Schön. Wie gesagt, ich hab's geahnt, dass es so läuft. Das hätte mich auch sonst sehr gewundert. Die scheinen ja wirklich rechtsmäßig auf Zack zu sein. Ja, das auch. Das andere auch, ja. Nee, ich meine, das wieder Judikative. Weil sonst hätten sie mein Video nicht wegen Verleumdung gebannt.
Oder zumindest streckenweise gebannt. Solltet ihr das mit diesem hier auch versuchen, mache ich das nochmal nur auf New Style. Ich kann das nämlich auch, mich um Rechtssachen drumherum winden. Also, nicht heulen, seid schön brav, euer Trigger FM, euer größter Fan, David.